Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, mein Name ist Annette Kahl, ich bin Ihre Landtagsabgeordnete der Bayern-SPD im Stimmkreis Weiden-Neustadt. Ich begrüße Sie sehr herzlich auf meinem Videokanal. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich grüße Sie heute vom wunderschönen Weidener Christkindlmarkt. Die Möglichkeit, hierher zu kommen, ist für mich einfach, denn ich besitze ein Auto. Wichtig ist es aber auch, dass alle Menschen, die hier in der Region wohnen, die Möglichkeit haben, auch mit dem Zug nach Weiden zu kommen. Mobilität, also die Möglichkeit, überall dorthin zu kommen, wo man hin will, ist ein wichtiges Gut. Mobilität muss aber für alle Menschen sichergestellt sein. Egal, ob ich ein Auto habe und auch unabhängig davon, ob man körperlich eingeschränkt ist oder nicht. Barrierefreiheit ist damit ein hohes Gut, was es gilt, überall zu erreichen. Gerade im Bereich der Eisenbahn liegt hier aber in unserer Region noch vieles im Argen. Von 1000 Bahnhöfen in Bayern sind 800 nicht barrierefrei ausgebaut. Das bedeutet, dass das Nutzen der Bahn für Menschen mit Behinderung, aber auch für Menschen mit Rollator oder Menschen, die mit einem Kinderwagen unterwegs sind, nur unter großen Mühen, wenn überhaupt möglich ist. Und man ist dann immer auf die Hilfe anderer angewiesen. Eine Anfrage von mir an die Bayerische Staatsregierung hat ergeben, dass nach den Plänen der Deutschen Bahn in den nächsten Jahren in der Oberpfalz nicht ein einziger Bahnhof barrierefrei ausgebaut werden soll. Barrierefreiheit ist ein Grundrecht, das es endlich gilt umzusetzen, und wir brauchen deshalb ein Förderprogramm der Bayerischen Staatsregierung für den barrierefreien Ausbau aller Bahnhöfe in Bayern, unabhängig davon, wie groß der Bahnhof ist und ob er in einer Großstadt oder in einer Kleinstadt liegt. In diesem Sinne, gemeinsam können wir hier vorankommen, packen wir es an. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen wunderschöne Festtage. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und würde mich freuen, wenn Sie sich über meine Arbeit auf meiner Homepage informieren. Ihre Annette Kahl.